schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich euch mal die gefriergetrockneten Früchte von Bua vorstellen. Ich habe ein Testpaket bekommen und nein, ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich habe lediglich die Produkte zugeschickt bekommen zum Testen und möchte euch heute einmal berichten, was ich damit gemacht habe und wie zufrieden ich bin. Hier zum Beispiel habe ich mir einmal gefriergetrocknete Erdbeeren genommen und wollte mir damit eine Erdbeermilch machen. Und das geht super einfach. Ihr benötigt einfach 220 Milliliter Milch zum Beispiel. Ihr könntet auch Saft oder Wasser nehmen. Und dann gebe ich die Erdbeeren in den Mixer und die Milch und dann wird das Ganze vermixt und ihr habt eine super leckere Erdbeermilch. Wir haben hier eine sehr schöne Konsistenz. Die Erdbeermilch ist schön cremig geworden und der Geschmack kam auch sehr gut durch. Dann habe ich mir noch ein Müsli gemacht. Dafür habe ich etwas Naturjoghurt in ein Schälchen gegeben und habe Cranberries and Friends ausgewählt und dann dazugegeben. Und das Schöne ist, die Kombination aus Joghurt und knackigen Früchten ist genial, denn ich mag es nicht, wenn die eingefroren sind und dann matschig werden. Das ist von der Konsistenz nicht so mein Ding. Daher ist das perfekt und der Geschmack ist auch einwandfrei. In der nächsten Variante mache ich einen Snack für meine Kinder. Dazu gebe ich einfach verschiedene Früchte in ein Schälchen, die sie so wegmümmeln können. Sie essen eigentlich nicht jedes Obst, aber in der getrockneten Variante haben sie fast alles gegessen. Und so haben sie Vitamine und Frucht und es hat ihnen sehr gut geschmeckt. Und vielleicht ist es auch für euch eine Variante, wenn eure Kinder nicht jedes Obst essen. Versucht es mal aus. Wenn ihr das mal testen möchtet, habe ich hier einen 10% Rabattgutschein für euch. Mit dem Code Verena bekommt ihr, wie gesagt, 10% Rabatt auf das Sortiment und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, um das mal zu testen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!